Herzlich willkommen zu Ihrem Mondkalender vom 19. bis 25. Januar. Wenn Sie beruflich große Pläne haben für diese Woche, nutzen Sie die geradlinige Steinbock-Mondenergie aus. Doch auch in anderen Bereichen profitieren Sie von einem gesteigerten Verantwortungsbewusstsein auf allen Seiten. Unterm Steinbock ist Hausarbeit ein großes Thema. Sie dürfen nicht nur richtige Malerarbeiten angehen, sondern auch den großen Hausputz wagen. Knie, Rücken und Gelenke im Allgemeinen sind nun etwas anfällig. Versuchen Sie, diese beim Sport nicht zu überlasten. Auch ist kein guter Termin für Operationen. Der Wassermannmond verstärkt ohnehin Ihre Erkenntnisfähigkeit und Intuition. Da jedoch auch noch ein Neumond ist, sollten Sie mit kreativen Einfällen rechnen. Der Schlaf ist möglicherweise gestört, dafür ist die Zeit ideal, um neue Projekte zu beginnen. Beauty-technisch sollte sich jetzt alles um die Haut drehen. Und damit ist nicht nur das Gesicht, sondern der ganze Körper gemeint. Verwöhnen Sie ihn einmal so richtig. Eine Option ist die Herstellung von Salben und Kräuterkissen. Im Garten ist ohnehin noch nicht viel zu tun und passt auch gut zur Weisung von Frau Luna, den Garten ruhen zu lassen. In der Landwirtschaft sollte jedoch die Stallpflege erledigt werden. Die Arbeitswoche endet mit dem Mond in den Fischen. So sind wahrscheinlich alle ein wenig liebevoller und sensibler im Umgang miteinander. Und Sie haben Fantasie bei der Abendgestaltung. In Sachen Liebe wird Zärtlichkeit und Romantik ganz groß geschrieben. Und das zum Glück nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei dem Schatz. Machen Sie es sich gemütlich und wenn ein Kinderwunsch besteht, jetzt werden Mädchen gezeugt. Ein bisschen sportlich betätigen sollten Sie sich sowieso. Unterm Fischemond sind dafür Wassersportarten am besten geeignet. Außerdem ziehen Sie die Geselligkeit vor. Wie wäre es, mit dem Kumpel schwimmen zu gehen? Die Woche endet mit dem aktiven Widdermond. Stillsitzen ist nicht zu empfehlen, unternehmen Sie etwas Spannendes. Aber das wird man Ihnen nicht zweimal sagen müssen. Sex und Leidenschaft sind unterm Einfluss des Widdermondes ein Muss. Für Singles heißt es unbedingt, die Piste unsicher machen. Wer einen Schatz hat, sollte die Zweisamkeit suchen und in 9 Monaten werden Jungen geboren. Nutzen Sie den Widdermond-Energieschub aus, um etwas anstrengende Tätigkeiten im Haushalt durchzuführen. Sie könnten zum Beispiel gründlich aufräumen.